Ist das da eine Flasche? Tatsache. Ich dachte gerade, es wäre irgendwie ein Fehler vom Balken, weil ich das eben gerade nicht richtig erkannt habe. Da ist noch eine. Ha! Ich hab dich doch gefunden. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt schon insgesamt dann haben. Weil ich habe jetzt leider nicht mitgezählt. Ob hier wohl... Da ist noch eine. Oh, hier so an der Brauerei ist aber richtig viel los, was Flaschen betrifft. So, aber ich glaube, das war's dann auch schon. Dann schmeißen wir die jetzt da mal rein und mal gucken, was passiert. Ui, das waren 12 Stück. Dann haben wir jetzt 21 Stück schon. Ordentlich. Gut, dann fahren wir mal wieder zurück, würde ich sagen. Apropos zurück, was haben wir denn noch so auf Lager? Wir haben noch ganz viel Raps. Aber ich glaube, der Rapspreis war gesunken, ne? Ne, der ist nach oben gegangen. An der Mühle kriege ich dafür 1998. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Wort. Das müssen wir uns angucken. Was ist denn das hier? Okay. Wir haben hier noch... Ist das Gerste oder ist das Weizen? Ich kann das leider nicht erkennen. Gerste. Hier haben wir noch ein ganz großes Gerstenfeld? Ernsthaft? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier noch ein Feld haben. Und hier liegt eine Flasche. Wo ist denn eigentlich... Der Bauernhof. Ja? Ach so, da hinterm Berg. Das heißt also, ich muss jetzt... dieses ultralaute Teil erstmal dahin bewegen. Naja, aber ich werde für euch den Ton hier wieder runterschrauben, weil das einfach viel zu laut ist. Ich hoffe, der nächste ist leiser. Muss ich mir doch glatt auch mal den Ton runterschrauben, weil sonst kriege ich hier nämlich noch einen Hörsturz. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir genau hinfahren müssen. Aber das müsste da hinten bei diesem Haus sein. Naja. Da kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld zusammen. Und Gerste hat ja eigentlich immer einen guten Kurs, wie man sehen kann. Die Brauerei braucht davon sehr viel. So, jetzt ist gerade meine Frage. Ich bin ja da runtergefahren. Das heißt, ich muss hier hin. Da unten muss das sein. Fährt er raus? Ey, was wird das denn? Habt ihr das gerade gesehen, wie der die Kurve geschnitten hat? Er ist voll gegen mich gefahren. Meine Güte, manche Leute können echt kein Auto fahren. So, dann wollen wir mal zum Feld fahren. Jetzt rechts abbiegen. In 50 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Oh Mann.
So. Oh Gott. Das ist aber ein merkwürdiges Feld. Ich glaube, ich werde mal eben das ganze System starten. Und dann hier drüber brettern. Da drüben ist noch ein Feld. Oder ist das hier das komplette? Das ist noch ein Feld da drüben. Oha. Ein Rapsfeld. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Dass wir da noch ganz viel haben. Also bis wir dann das erste Mal unser Feld neu machen müssen, vergeht also noch ein bisschen Zeit. Und ich möchte ja auch nicht, dass das hier alles verkommt. Oh. Moment mal. Die, so viel Zeit muss sein, dass ich die mitnehmen kann. Der Mähdrescher ist jetzt auch schon fast wieder voll. Also die Hälfte haben wir gleich. Muss ich mal eben gucken, wie wir das am besten machen. Weil ich möchte ja doch schon gern den Helfer ein bisschen fahren lassen. Aber ich glaube, der fährt lieber so. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, den werde ich nicht so häufig fahren lassen. Habe ich mich aber ein bisschen getäuscht, weil ich den nämlich noch schlimmer in Erinnerung hatte. Aber der macht ja eigentlich recht gute Arbeit, außer dass er da jetzt... Ah, doch, das sammelt er alles auf. Also bis jetzt macht er eigentlich recht gute Arbeit, was er hier so verrichtet hat bis jetzt. Das Einzige, was ich wirklich nur mal machen muss, wenn er jetzt da hinten angekommen ist, dass ich ihn abtanke. Ah, ich glaube aber, effizienter wäre, wenn ich den... darüber fahren lasse. Okay, leer. Ich muss mal gucken. Wir müssen uns was kaufen. Ich könnte mir den Fendt doch kaufen, oder? Dieser Traktor verfügt über eine hervorragende Wendigkeit und lässt sich auch dort manövrieren, wo andere Maschinen wegen ihrer Größe schnell an ihre Grenzen stoßen. Das Teil. Ich glaube, wir kaufen den. Dann haben wir nämlich noch einen Trecker und können noch was machen. Ich weiß, das ist jetzt rausgeschmissenes Geld, aber muss auch mal sein. Oh, oh, wie angenehm. Oh, wie angenehm dieses Motorengeräusch ist gegenüber den anderen. Hier steht einfach meine Pfandflasche im Regal. Das war eine gute Idee, den Fendt zu kaufen. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Flaschen liegen. Dann werden wir nämlich mit dem Fendt
anfangen, das Feld, was wir schon mal angefangen haben, neu zu grubbern und dann auch wieder auszusehen. Das wird ja auch noch mal ein bisschen Zeit beanspruchen, bis wir damit durch sind. Okay, wir haben nur noch diese eine Flasche, dann schmeiße ich die da auch gleich mal rein. Und wir dürften jetzt 24 haben, ne? Ach, 25, um einen verzählt. Oder vertan, besser gesagt. So, dann wollen wir mal zum Bauernhof fahren. Wo auch immer der jetzt gerade ist. Ich werde es sowieso gleich wieder rausfinden. Ob es da oben an der Windmühle noch eine Flasche gibt? Boah, der gibt aber gut Stoff, du. Ja, hier steht tatsächlich eine Flasche. Da unten ist ein einsamer Strandkorb. Da unten wird bestimmt auch noch was sein. Da liegt jedenfalls auch eine einfach so auf dem Gras rum. Hier ist nichts. Aber dafür liegt da eine. So, schwupps. Und wieder ab in den Traktor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Fendt gefallen mir eigentlich sehr gut. Die Traktoren. Oh, was ist das da unten? Ist das da eine Boje? Ich sehe jedenfalls, dass hier auch wieder eine Flasche liegt. Okay. Den müssen wir mal langsam wieder abtanken. Die Brauerei ist ja zum Glück hier nicht weit weg. Also ich könnte es gleich immer wieder verkaufen. Dann müssen wir das gar nicht erst auf Lager packen. So. Huch. Da war ich jetzt ein bisschen langsam. Licht anmachen. Das ist auch mal eine gute Idee. So. Dann bleiben wir jetzt hier erstmal stehen. Und wechseln wieder rüber. Und jetzt werde ich da runtergehen. Weil so eine Boje hat auch schon was auszusagen. Ah, da liegt doch wieder eine. Ich sehe es doch. Ey, das ist hier richtig schön. Mal ganz im Ernst, die ganze Lage hier ist echt ein Traum. Zwar steht hier bei dem Landwirtschaftssimulator noch nicht so wirklich viel Flora rum. Vor allen Dingen gibt es hier noch gar keine Fauna. Wobei, ich glaube doch, manchmal fliegt was am Himmel, aber das war's, glaube ich, dann auch. Schon? Oder ich täusche mich gerade. Das kann natürlich auch ganz gut sein, dass ich jetzt gerade irgendwas anderes in der Erinnerung habe. Immerhin hört man ein paar Geräusche und das sorgt auch schon für eine gewisse Atmosphäre. Oh, was sind das? Da liegt einfach mal so ein, ja, Einkaufswagen, der verbuddelt ist. Warum liegt der hier? Voll die Umweltverschmutzung. Und Salzwasser frisst sich nun mal ein Eisen. Liegt hier noch irgendwo eine? Ich befürchte, nein. Nope. Hier liegt nichts mehr. Was macht der da? Ach so. Okay. Ich dachte schon. So, machen wir mal Licht an. Aber ich glaube, hier ist soweit keine Flasche mehr in Sicht. Ich glaube nicht, dass wir sie alle finden werden. Ich werde zwar versuchen, anstandslos überall zu gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Da war ich schon. Nee, da war ich noch nicht. Oder war ich da doch schon? Ach doch, das war ja hier, wo da die Flasche drunter lag. Okay. Oh,
War so eine gute Idee, den Fendt 209S zu kaufen. Mann, wie schnell der ist. Jetzt fahren wir hier einfach mal quer übers Gelände. Ist mir gerade egal, ob man das normal macht oder nicht. ...65 Liter hat der im Tank. Das geht eigentlich. Wir müssen auch irgendwann mal die anderen Gerätschaften wieder auftanken. Weil die ja auch mit der Zeit etwas an... ja, Sprit verlieren. Kann ich denn eigentlich hier schon, wenn es dunkel ist, ins Bett? Was ist denn das? Ich dachte gerade schon, ich hätte hier die Flasche übersehen, ne? Aber die hatten wir ja schon eingesammelt. Liegt hier noch eine? Am Stromkasten ist keine. Mal gucken, ging das hier schon? Nö. Das ging noch nicht. Also wir sind dauerhaft sind wir wach hier. Wir trinken also ganz viel Kaffee, damit wir auch ja nicht einschlafen. So, dann wollen wir mal anfangen, da zu Ende zu grubbern. Hier wäre natürlich noch ein schönes Grasfeld, aber wir brauchen erstmal wieder Geld. So, dann docken wir das mal an. Ich hoffe, der Trecker ist nicht zu leicht. Weil ich jetzt auch kein Gewicht dran gehängt habe. So, mal kurz wechseln. Oh. Der will abgetankt werden. Und dann müssen wir auch die Gerste mal wegfahren. Solange der Kurs noch gilt. Lassen wir den jetzt mal drehen und wenn er dann wieder steht, dann fahren wir daneben und dann lassen wir uns komplett auffüllen. Na? Nee, ne? Jetzt bist du wirklich voll? Du bist so gemein. So. ...70%. Mal sehen, ob wir die 100% erreichen. Ich glaube nicht ganz dran. Ah, es geht aber. So, jetzt fährt er weiter. Wo war denn jetzt die Brauerei? War das das da unten? Ja, ich glaube, das war das. Bringen wir das dann mal ganz schnell hin.